Hallo, es geht um diesen Zeitungsartikel und zwar darum, dass da auf einem Bauernhof in Fehlen ein Güllesilo geplatzt ist, ein überirdisches Güllesilo und 750.000 Liter Gülle sind ausgelaufen. In dem Artikel heißt es, dass dieses Volumen entspricht dem Inhalt von mehr als 3000 Badewannen. Aufgabe ist jetzt für uns, diese Behauptung zu überprüfen, und zwar hier mit vorgegebenen Zahlen. Da befinden wir uns im Anforderungsbereich 1. Und zwar sollen wir von folgendem ausgehen. Eine Badewanne hat ungefähr die Form eines Quaders. Ja, das ist ein nach oben offener Quader hier. So ungefähr könnte eine Badewanne aussehen. Also es stimmt nicht ganz. Wie du ja weißt, sind Badewannen, also diese Handelsüblichen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.